In diesem Abschnitt wollen wir uns nun dem eigentlichen Ziel der Systemtheorie zuwenden, nämlich das Ausgangssignal eines diskreten LTI-Systems für ein nahezu beliebiges Eingangssignal zu berechnen. Und dazu gucken wir uns zunächst mal ein Testsignal an, nämlich den Einheitsimpuls. Das ist ein ganz langweiliges Ding, der ist nur 1 für einen bestimmten Zeitpunkt, nämlich n gleich 0 und sonst ist er überall 0. Also das ist ein sehr gut handhabbares Signal. Und mit diesem Einheitsimpuls können wir eine sogenannte Impulsantwort erzeugen, indem wir nämlich diesen Einheitsimpuls in das System reinschicken und dann die Grundantwort davon uns anschauen. Auf dieser Basis, wenn man also zusammen mit der Impulsantwort, mit so Eigenschaften, die wir da gleich ableiten werden, jetzt noch diese Postulate Linearität und Zeitinvarianz mit in den Ring werfen, also das noch mit berücksichtigen, dann können wir uns daraus eine Möglichkeit entwickeln, ein Ausgangssignal zu berechnen. Das Y hinzuschreiben, ohne das in Abhängigkeit von dem Y selbst aufschreiben zu müssen. Sodass wir also eine explizite Gleichung bekommen. Und dann werden wir sehen, dass man mittels dieser Impulsantwort auch noch bestimmte Systemeigenschaften ablesen kann. Das ist dann auch noch ganz nett, wenn man das machen kann. Also gucken wir uns das mal an. Den Einheitsimpuls, der ist einfach definiert als eine Funktion d von n. Ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, aber in der Mathematik, in der mathematischen Notation, werden so feststehende Begriffe, feststehende Funktionen, wie zum Beispiel Cosinus und Sinus, die werden immer gerade gesetzt gedruckt. Das habe ich jetzt hier für das d auch gemacht. Die Mathematiker machen das für e leider nicht, also für einbuchstabige Funktionen, die feststehen, machen die das leider nicht, aber ich habe das trotzdem gemacht, also dieses d, weil das gerade steht, das soll sie darauf hinweisen, dass das unsere Funktion, unser Einheitsimpuls damit gemeint ist. Und die ist 1 für n gleich 0 und sonst 0. Und die besitzt eine besondere Eigenschaft, nämlich die sogenannte Ausblendeigenschaft. Ja, wenn wir diesen Einheitsimpuls mit einer Funktion multiplizieren, mit so einer Zahlenfolge, dann erhalten wir hier das auf der rechten Seite. Und das ist jetzt, das sieht zwar auch noch so aus wie das Produkt zweier Funktionen, in Wirklichkeit ist aber hier hinten bei der zweiten Funktion, die nämlich nicht der Einheitsimpuls ist, da ist jetzt der Funktionswert nur noch eingesetzt von dieser zweiten Funktion. Und das geht deshalb, weil das d von n ja nur bei n gleich 0 1 ist und sonst immer 0. Ja, das heißt also, es ist egal, mit welcher tollen Funktion ich jetzt meinen Einheitsimpuls mal nehme, nach der Produktbildung bleibt eh nur noch ein einzelner Impuls über, zum Zeitpunkt n gleich 0. Und der Wert ist dann der Wert des Produktes ist dann ebenso der gleiche Wert, wie wenn ich direkt nur diese Konstante f an der Stelle 0 betrachtet hätte. Damit kann man aber, wie Sie ja auch schon wissen, ganz viele Sachen vereinfachen, wenn man nicht das Produkt zweier Funktionen betrachten muss, sondern nur das Produkt einer Funktion mit einer Konstanten. Das führt in so vielen Fällen zu einer Vereinfachung, dass Ihnen das, denke ich, auch schon klar ist, dass das ein enormer Vorteil ist. Und das klappt natürlich nicht nur für den unverschobenen Einheitsimpuls, sondern auch für den verschobenen Einheitsimpuls. Das sieht jetzt hier aus, als wäre das k auch variabel oder könnte das auch variabel sein. Kann es auch, ist es aber eben nicht die Funktionsvariable. So, mit diesem Impuls können wir jetzt die sogenannte Impulsantwort definieren. Das ist einfach die Grundantwort auf den Einheitsimpuls. Also hier Pfeil wieder für Grundantwort. D von n ist der Einheitsimpuls, also ist das Ausgangssignal, was ich dann erhalte, die Impulsantwort, und die kennzeichnen wir mit dem Buchstaben h. Also x war das Eingangssignal, y das Ausgangssignal, h von n ist die Impulsantwort. Mit der Impulsantwort kann ich mit dieser Ausblendeigenschaft kann ich auch schöne Sachen machen. Also die Grundantwort auf den Einheitsimpuls ist die Impulsantwort. Wegen der Linearität gilt aber, dass wenn ich jetzt den Einheitsimpuls mit einer Konstanten mal nehme, dann ist die Grundantwort darauf auch die Impulsantwort multipliziert mit der gleichen Konstanten. Wegen der Zeitinvarianz gilt, dass wenn ich jetzt meinen Impuls verschiebe, dass dann natürlich auch die verschobene Impulsantwort rauskommt.
Ja, sodass ich also jetzt mit diesen beiden, also natürlich auch wenn ich das jetzt mit der Konstanten c das Eingangssignal multipliziere, kommt auch die mit c multiplizierte verschobene Impulsantwort raus. Ja, und damit können wir uns jetzt unserem Ziel zuwenden. Und das Ziel war, das Ausgangssignal zu bestimmen zu können, ohne das System aufbauen zu müssen. Mathematisch heißt das, dass wir eine explizite Gleichung angeben wollen für das Ausgangssignal y, was halt nicht abhängig ist wieder vom y. Das wäre nämlich eine implizite Gleichung. Ja, die Differenzengleichung zum Beispiel hier in der Form ist eben implizit, weil das y von n von dem y von n minus 1 abhängt. Ja, ich kann nicht direkt in einem Schritt das y von 5000 ausrechnen. Ich muss vorher alle anderen ys, die davor sind, die muss ich auch ausrechnen. Also, wie kann das vielleicht gehen? Wir haben ja noch die Postulate der Linearität und der Zeitinvarianz. Und wir wissen jetzt, was wir mit der Impulsantwort alles machen können. Wir könnten doch ein beliebiges Eingangssignal darstellen als bestehend aus einzelnen Impulsen. Die dürfen wir auseinanderziehen wegen der Linearität. Und wegen der Zeitinvarianz können wir die Systemantworten auf die Einzelimpulse angeben. Dann, also wenn wir sagen, wir zerlegen unser Signal in einzelne Impulse und gucken dann, wie jeder einzelne dieser Impulse durch das System verändert wird. Wir wissen schon, es kommt eine Impulsantwort raus, entsprechend verschoben und entsprechend mit der Konstanten multipliziert, die wir da irgendwie eingestellt haben. Und dann dürfen wir wegen der Linearität natürlich all die Ergebnisse, die wir da von den Einzelimpulsen erhalten, die dürfen wir einfach überlagern. Da brauchen wir keine Angst haben, dass da irgendwas sich nicht überlagern lässt, also dass da irgendwelche anderen Werte rauskommen. Ja, das hier nochmal zur Verdeutlichung an einem Beispiel. Ich habe hier mir ein Beispiel definiert, ein Signal, was aus drei Samples besteht, das hier auf der linken Seite dargestellt. Und diese drei Samples, die spalte ich einfach in drei einzelne Signale auf, wo jedes Einzelsignal nur aus einem Sample besteht. Nur die kann ich jetzt darstellen als das Produkt von meinem Einheitsimpuls, multipliziert mit einem Gewicht. Und dieses Gewicht entspricht dem Wert an der entsprechenden Stelle. Der Wert von dem x an der entsprechenden Stelle. Also deshalb x von 0. Ich kann das auch durchnummerieren hier, dann kann ich das ein bisschen formaler hinschreiben. Und ich kann das auch zu einer solchen Summe hier zusammenfassen. Das zeigt jetzt nur, dass ich das x von n darstellen kann als mein x von k, also wo ein festes k, für jeden Summenterm, wir haben jetzt hier nachher ja drei Summenterme, also für dieses und dieses Signal. Für jedes dieser Signale ist ein Einheitsimpuls multipliziert mit einem Gewicht. Dieses Gewicht ist definiert durch den Wert zum entsprechenden Zeitpunkt, Wert von x zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Das ist hier das und das ist dieses hier. Und multipliziert mit einem verschobenen Einheitsimpuls. Ja, so, das ist jetzt der erste Schritt. Wir haben jetzt einfach nur eine Darstellung für unser Signal als Summe von Einheitsimpulsen, die jeweils mit einem Wert gewichtet sind. Jetzt können wir den zweiten Schritt gehen und das Ausgangssignal für jeden dieser Einzelimpulse bestimmen. Für jeden Einzelimpuls muss hinten eine Impulsantwort rauskommen, die entsprechend mit dem gleichen Gewicht beaufschlagt ist und entsprechend gleich verschoben ist. Also wo hier das d von n steht, steht jetzt hier nur das h von n. H von n, h von n minus 1, h von n minus 2. Jetzt ist eigentlich die Arbeit getan. Wir haben das ausgerechnet. Wir haben also hier jetzt die einzelnen Impulsantworten stehen. Und wenn wir da die Linearität gilt, dürfen wir die alle zusammen addieren. Das heißt also, wenn wir uns an die Summe von Grade erinnern, dürfen wir hier einfach jetzt statt dem d von n ein h von n hinschreiben. Also all die Impulsantworten werden hier aufsummiert, während wir eben die Impulse selbst aufsummiert haben. Ja, und jetzt sind wir tatsächlich am Ziel angekommen. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite das y, auf der rechten Seite aber kein y mehr stehen.
Ja, wir haben also jetzt eine explizite Gleichung gefunden in Form dieses Summenausdrucks, und dieser Summenausdruck nennt sich Faltungssumme. Ja, warum das jetzt genau gefaltet ist, das müsste man sich nochmal historisch irgendwie angucken. Ja, wichtig ist, dass man sich immer wieder klar machen kann, warum diese Faltungssumme sinnvoll ist. Ja, dass das die Abschnitte, die ich gerade gezeigt habe, da. Also, damit haben wir jetzt unser Ziel erreicht. Das Ausgangssignal ist jetzt in expliziter Form definiert. Allerdings ist die Berechnung aufwendig. Wir müssen quasi doch auch dieses System abarbeiten. Ja, aber es ist alles in der Impulsantwort. Da steckt alles in der Impulsantwort drin. Ja, und dass die Impulsantwort auch noch mehr kann, das sehen wir jetzt im Anschluss. Da kann man noch unterscheiden. Solche Systeme mit endlicher Impulsantwort, das sind die ohne Rückkopplungen. Die nennen sich Finite Impulse Response. Und die haben die Eigenschaft, dass ein N existiert, sodass wir also sehen, dass die Impulsantwort 0 ist für N größer diesem N. Dann gibt es Systeme mit unendlich ausgedehnter Impulsantwort, sogenannte IIR-Systeme, Infinite Impulse Response. Ne, für die gilt das eben gerade nicht. Ne? Da gibt es kein N1, sodass das H von N 0 ist für N größer diesem N1. Also eine weitere Systemart, die uns nicht weiter interessieren muss. Und das dritte ist dann die sogenannte Kausalität. Hier ist es einfach, dass die Wirkung der Ursachen nachfolgt. Ja, also erst dann, wenn ich etwas mit dem System anstelle, dann kann hinten auch am Ausgang irgendwas rauskommen. Ja, und das bedeutet bei der Impulsantwort, die muss 0 sein für n kleiner 0. Ne? Erst, da ich ja erst zum Zeitpunkt n gleich 0 einen Impuls reinschicke, dann kann auch erst ab dieser 0 etwas hinten rauskommen. Ja, damit sind wir unserem Ziel also jetzt näher gekommen. Wir haben zunächst den Einheitsimpuls kennengelernt, haben die Impulsantwort als Grundantwort auf den Einheitsimpuls erkannt oder definiert und haben gesehen, dass wir damit dann tatsächlich das Ausgangssignal ausrechnen können. Und haben zu guter Letzt noch uns Systemklassen aufgestellt, FIR, IIR-Systeme und die Kausalität als Eigenschaft eines Systems kennengelernt. Ja, und jetzt sind wir ja tatsächlich in der Lage, unsere Impulsantwort auszurechnen, das alles mal so ein bisschen auszuprobieren. Wir gehen damit dann zum nächsten Abschnitt, indem wir uns dann im nächsten Video dem Aufstellen der Differenzengleichung bei gegebenem Signalflussgraphen einerseits und andererseits dem Berechnen der Impulsantwort zuwenden wollen.